Hallihallo, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Mit einem waghalsigen Sprung hierhin hat tatsächlich geklappt. Ich bin begeistert. Und jetzt sind wir wirklich definitiv im Museum auf jeden Fall angelangt, von dem der Typ ohne Gesicht gesprochen hat. Und ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier konnte man sich erstmal so weit runterlassen oder auch nicht. Scheiße. Dadurch habe ich jetzt ein Riesenproblem. In doppelter und dreifacher Ausführung. Wir können diesen Sprung jetzt überleben. Oder auch nicht. Hey, seht mal. Hi. 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 Ach, ist das alles doof. Ja, vielleicht können wir auch hier irgendwie. Nein, hat nicht geklappt. Ich wollte da auf den Sockel noch versuchen zu kommen, aber es hat natürlich nicht funktioniert. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Wenn mir das jetzt so doof wird in diesem scheiß Museum, dann nehme ich doch den Shortcut. Ich komme ja noch zurück. Just saying. Aber erstmal war das ja gar nicht mal so dumm, was ich gemacht habe. Also, einmal alle Hopsasa. Warum habe ich jetzt weniger Energiefülle und vor allem eine andere Kameraansicht gehabt? Das weiß niemand. Jetzt kann ich euch mal eben hier kurz das zeigen. Wunderschöne Musik. Ob man sich hier auch die Nase runterlassen könnte? Sieht fast danach aus, aber halt auch nur fast. Ich tue es nicht. Auf jeden Fall bekommen wir eine schöne Musik. Das freut mich, dass wir eine schöne Musik kriegen. Aber es ärgert mich jetzt gerade extrem, dass ich nicht weiß, wie ich hier lebend runterkommen soll. Das habe ich nämlich echt vergessen. Vielleicht so, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann. Oh, meine Güte. Es war doch, glaube ich, richtig. Eventuell. Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Nein, ich wollte doch. Hallo! Wieso drehst du dich denn wieder nicht? Lara dreht sich einfach so oft nicht, obwohl sie es soll. Lara, wenn ich sage durchdrehen, dann dreh doch auch bitte durch. Mädchen. Und ich sollte versuchen, direkt zum Medipack zu kommen, aber wie das gelingen soll, da weiß ich auch nicht. Wie bin ich überhaupt sonst lebend hier runtergekommen? Fragezeichen. Ganz doll arg. Ich meine, ich könnte vielleicht, wenn ich da so. Obwohl, nee, glaube ich nicht. Hilfe! Ich könnte auch versuchen, sonst gerade natürlich darauf zu springen, aber das würde erst recht nicht funktionieren. Nee, 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 so nicht, so nicht, so nicht. So nicht! Oh mein Gott. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ha! Punktlandung! Ha! 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 Geil! Ha! Ha! Ich würde ja gerne da hinten zum Kristall, aber ich traue mich nicht. Obwohl ich es eigentlich nur für den Kristall gemacht habe. Okay. Wenigstens komme ich hier zum Midi-Pack und ich bin jetzt sehr viel weiter unten. Ich kann nicht mehr reden. Alter, ist das alles scheiße gerade hier. Ich weiß sowieso nicht, ob hier gerade oder nicht gerade. Das ist hier die Frage. Ich meine, ob Normalsprung oder mit Anlaufsprung. Das ist auch nochmal so eine Frage. Ich sollte mich aber auf jeden Fall heilen, so oder so. Okay, immerhin, das hat geklappt. Ich sollte mich jetzt hier runterlassen und vernünftig sein. Nicht da auf die Schräge und dann von der Schräge aus dahin, weil da muss man so exakt wieder springen. Ein Fehler und wir sind definitiv Matsche, deswegen komm. Das Risiko ist mir zu groß. Ich bin jetzt hier raufgekommen, das ist gut. Aber ich werde mich für die Sicherheit entscheiden. Und es ist auch so fies, mal ganz ehrlich, dass man sich hier nicht einfach gerade runterlassen kann, dass hier diese Grube ist. Das haben sie extra so gemacht. Damit man sich hier wirklich alle Knochen bricht.
Was ist hier denn eigentlich? Nichts. Eine Nische. Das ist schön. Wollte ich mir schon immer mal aus der Nähe ansehen. Eine Nische ist was ganz Feines. So, worunter ist jetzt die Frage? Ich weiß es nicht. Aber es sieht hier irgendwie okay aus, sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich irre mich dabei nicht. Wehe, wenn, 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 wehe, wenn! Miep. Hallo? Da liegt was. Ich darf es mir sogar nehmen, das ist aber sehr freundlich. Och nö, komm mal her hier. Ach, du bist aber schnell hier. Aua. Du Arschloch, ey. Ernsthaft, du bist so fies. Aber wenigstens hinterlässt du mir ein Medipack. Das macht dich ein bisschen freundlicher. Aber auch nur ein bisschen. Wir wollen es damit hier nicht übertreiben, ne? Das hier erinnert mich gerade wirklich sehr an Tomb Raider 1, beziehungsweise auch an Anniversary. Aber vor allem hier, wie auch hier diese Einkerbung ist, ne? Genau wie damals diese Tür, dass man dahinter dann in diesen großen Raum kann. Das ist wirklich dann wie Tomb Raider 1. Vielleicht haben sie sich ja auch daran orientiert, garantiert sogar. Ich kann es halt nur nicht mit Sicherheit sagen. Ach, hier hätte man gefahrloser runtersteigen können. Oder ich komme hier wieder rauf. Vielleicht ist da ja noch was Schönes, kann ich mir gleich mal ansehen. Auf jeden Fall diesen ganzen riesigen Bereich hier, den verpasst man halt wirklich, wenn man den Shortcut benutzt. Deswegen, es sieht ja schon stylisch aus, deswegen wollte ich es euch eigentlich nicht vorenthalten. Aber es ist natürlich auch dann sehr viel schwieriger, zurechtzukommen, sag ich mal. Aber naja. Von hier aus denkt man auch, das Ziel ist so nah, namens Kristall. Aber man kommt da halt nicht hin. Aber hier ist auch ansonsten nichts. Du hast ein komisches Gesicht, das kann man nicht mal Gesicht nennen. Aber hier ist echt nichts. Ah! Hui, Rutschbahn! Hier war noch nicht der Eingang, genau. Hier. Miau. Ich habe gerade einen lustigen Ohrwurm. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich es heute Morgen zu wach werden gehört habe irgendwie. Ich habe so eine Playlist angemacht und da war das auch dabei und ich so, what the fuck? Wow! Wo? Wo? Wo kommst du her? Ungelogen! Wo bist du denn jetzt hergekommen, Junge? Woher? Woher? Ich rede hier vor lustigen Ohrwürmern und du schießt einfach auf mich. Das geht doch nicht. Alter! Das schaffe ich doch niemals. Das ist doch viel zu kurz. Und damit liege ich scheinbar sogar richtig. Ich drück die Scheißkiste mal nochmal rein, damit ich gerade dahin springen kann. Kann ich nochmal eigentlich? Oh ja, kann ich sogar. Bringt mir das was?
Nein, bringt's mir nichts. Okay, dann wieder rein. Wieder her damit. Ach, eine Kistenschieberei. Es ist heute wieder... Nee, nee, nee. Ach, sieh mal an. Eine Sigrid. Wie schön. Wenn jetzt auf einmal Feuer rauskäme, ne? Das wäre so asozial. Aber machen sie auch zum Glück nicht, netterweise. Sehr gut. Sachte abgerollt, dass einem nichts passiert. So muss das und nicht anders. So, jetzt aber. Jetzt komm her, du. Jetzt bist du dran, Kiste. Jetzt werde ich dich benutzen. Ich wollte schon sagen, missbrauchen, aber das klingt dann irgendwie doch sehr falsch. Deswegen, nein, ich werde dich einfach nur benutzen. Ich würde niemals eine Kiste missbrauchen. Wer macht denn sowas? Alle Kistenmissbraucher da draußen sollten sich schämen, jemals eine Kiste missbraucht zu haben. Ich laber wieder einen Scheiß heute. Das ist unglaublich. Egal. Aber Leute, ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich Tomb Raider 3 nicht so gut leiden kann. Im Vergleich zu anderen Tomb Raider-Teilen. Also hier in London leide ich ja wirklich. Oh. Ansonsten, wie gesagt, ja. Ich meine, okay, Area 51 habe ich auch nicht besonders gemocht, den Hochsicherheitstrakt, aber das geht noch alles. Im Vergleich zu London. Wir sind so asoziale Level. Mit asozialen Herausforderungen. Das ist nicht mehr normal. Ah, jetzt bin ich nämlich hier. Jetzt kann ich den Block rausdrücken. Muss ich auch. Was? Achso, das ist der falsche. Okay, dann muss ich halt dich dahin schieben. Ich glaube sogar noch weiter. Geht doch noch weiter, ne? Nee, nicht? War da nicht noch ein? Nee, war nicht. Okay. Na gut. So, jetzt den ganzen Spaß. Nochmal. Und noch einmal. Nur damit ich dahinter weiter kann. Unnötige Spielzeitverlängerung. Was passiert, nachdem man einen Block weggeräumt hat? Wir stellen noch einen Block dahin. Den muss man auch erstmal wegräumen. Den gleichen Weg nochmal gehen. Das ist voll das gute Spiel. Ja. Oh mein Gott, Bob, das ist ja unglaublich. Wenn Sie jetzt sofort anrufen, kriegen Sie diese leere Cornflakes-Packung gratis dazu. Ist das nicht ein Schnäppchen? Eigentlich nicht. Denn für die ersten 10 Anrufer gibt es nichts gratis, erst für die danach. Hassen Sie auch Werbung und Kurzfilm? Sie könnten doch auch etwas Sinnvolles tun. Zum Beispiel Ihr Tapetenmuster auswendig lernen. Ach ja, ich liebe es. Der Weg zur coolen Sau. Oh, ich komme am Anfang wieder raus. Sehr schön. Plansch. Aber nur halbwegs Plansch. Hi. Oh, hast du die ganze Zeit auf mich gewartet? Ist aber nett. Jetzt gehst du, Blödmann. So, wir haben ja das geile Öl, was er haben wollte. Das können wir ihm hier hinlegen. Balsamöl. Sehr schick mit einem kleinen Pyramidenköpfchen. Ach, Pyramidenköpfchen. Pharaonenköpfchen, Sphinxköpfchen, wie auch immer. Und jetzt öffnet sich die Tür, durch die auch er abgehauen ist. Und jetzt können wir ihm dahin folgen. Ach ja. Da war ja was. War hier nicht noch mehr? Egal. Nimm. Hä, sie will es irgendwie... Ach, jetzt auf einmal willst du es nehmen. Oh, das wollte ich nicht. Ah, okay, so schwimmt man mit dem Ding. Ich gehe nochmal an die Luft. Wenn es gehen würde, Hilfe! Alter!
Alter, ist das scheiße zu lenken, das Teil hier. Aber das ist trotzdem ganz gut, das Teil. Deswegen benutze ich es ja auch. Aus bestimmten Gründen. Weil zum Beispiel hier Mr. Kroko mit von der Partie ist. Und solange ich an dem Teil bin, kann es mich nicht verletzen. Das habe ich auch erst durch Baddest Games herausgefunden. Aber es wollte mich gerade beißen, lustigerweise. Jetzt finde ich den Eingang nicht mehr. Ach, da. Ja, ohne Licht ist schon scheiße. Ich gebe es ja zu. Obwohl man ohne das Teil, glaube ich, auch ein Ticken schneller ist. Oder ist man mit dem Teil schneller? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man ist ohne das Teil tatsächlich sogar schneller. Ah! Hilfe! Nochmal Luft holen. Hier sind Lampions aufgehängt wie zu einer Party. Die kenne ich aus Custom Games bisher am besten. Ah, Midi-Pack. Und ich sehe wieder nichts. Ich kann nur sagen, Leute, ab jetzt wird's beschissen. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich an das alles hier überhaupt nicht erinnern kann. Ich habe immer die Abkürzung genommen. Ich habe dem Typen nie sein Öl gebracht. Weil wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir sonst hinkommen würden, wenn wir den Shortcut genommen hätten. Und ich habe große Lust gerade zu speichern und überlege, ob ich es tun soll. Ich glaube, ich mache das tatsächlich, weil ich weiß nicht genau, wie hier vorne die Wege sind. Und ich habe jetzt eigentlich relativ viel geschafft. Und wir haben ja noch genügend, ne? Von daher ist okay. Ich glaube, ich kann nicht mehr reden. Ich werde hier auch den Part sogar beenden. Ja. Ich weiß aber noch nicht genau, wie lange wir aufnehmen tatsächlich. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Beim nächsten Mal werden wir hier uns weiter rumquälen, sage ich mal. Und hoffentlich nicht sterben. Und diesen ekligen Restbereich von Lutzgate auch hinkriegen. Bis dahin, macht's gut und bye bye.